Ich zeige dir heute eine super geniale Funktion in Logic Pro, die den meisten weitestgehend unbekannt ist, mit der du super schnell fette, gelayerte Synthi-Sounds bauen kannst. In der modernen Musikproduktion werden gerne sogenannte Sound-Layer verwendet. Das heißt, dass du sowohl für Lead-Sounds als auch für Flächensounds nicht nur einen Synthesizer benutzt, sondern dass du mehrere Synthesizer-Sounds übereinander legst, um einen möglichst vollen und satten Klang zu erhalten. Ich zeige dir, was ich meine. Wir haben hier einen Lead-Sound in dem Logic-Projekt hier. Und der klingt alleine so. Das klingt jetzt für sich alleine schon mal nicht schlecht, aber ich hätte den Sound gerne fetter. Und ich möchte jetzt einen anderen Synthesizer-Sound drunter legen, der ein bisschen eine andere Klangfärbung hat, der ein bisschen eine andere Attack hat, damit ich hier den Sound fetter machen kann und einfach auch interessanter machen kann. Und ich habe mir hier schon einen Synthesizer-Sound drunter gelegt. Ich benutze hier nur Logic-Sounds. Und jetzt kann ich natürlich, das würde jeder erstmal so machen, einfach diese MIDI-Events hier runter kopieren, indem ich die Option-Taste gedrückt halte und das runterziehe. Und dann klingt der Sound so. Und du hörst jetzt schon, das ist natürlich ganz spannend. Ich kann jetzt diese beiden Sounds mischen und so ein ganz anderes Klangbild bekommen. Ich kann einen Synthesizer leiser machen, den anderen lauter. Ich kann so ein bisschen hin und her spielen mit den Levels, bis ich den Sound habe, den ich interessant finde. Jetzt aber zum Problem. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt hier 3 oder 4 Soundlayer übereinander, also 3 oder 4 Synthi-Sounds übereinander. Und jetzt fällt mir aber ein, mitten in der Produktion, ich würde gerne die Melodie verändern. Also ich möchte jetzt hier eine andere Note. Und das ist jetzt natürlich schwierig, weil wenn ich jetzt hier in mein Piano Roll gehe und jetzt hier eine andere Note möchte oder die Melodie verändern möchte, dann verändert sich natürlich diese Melodie von dem anderen Synthesizer nicht mit. Ja, das wollen wir nicht haben. Und deswegen gibt es eine super geniale Funktion und das sind Aliase oder zu Englisch die Track-Follow-Funktion, die dir das viel einfacher macht. Ich lösche also hier wieder mal von meinem zweiten Synthesizer die Region. Was ich jetzt mache ist, ich werde diese Region jetzt nochmal runterkopieren in meinen anderen Synthesizer, aber als Alias. Und was das ist, das erkläre ich dir gleich. Dazu halte ich sowohl die Shift-Taste als auch die Option-Taste gedrückt und ziehe das hier runter. Und jetzt siehst du schon, dass das etwas anders aussieht, denn du hast hier mehr oder weniger eine leere Region oder sieht zumindest aus wie eine leere Region. Es ist aber ein sogenannter Alias. Und hier steht jetzt Expanding Plug, Spur 1, Takt 12. Also hier ist der Anfang von dem Alias. Das bedeutet jetzt, wenn ich das abspielen lasse, habe ich genau das gleiche Klangergebnis wie vorher. Das heißt, beide Synthesizer spielen die gleiche Melodie. Der Gag ist aber, wenn ich jetzt hier in meinem Hauptsynthesizer etwas verändere an der Melodie, dann geht der andere Synthesizer automatisch mit, weil er nämlich ein sogenannter Alias ist. Also, ich habe jetzt die Melodie hier verändert im ersten Synthesizer. Das ist das Coole an einem Alias. Du kannst also, wenn du diese Region als Alias in einen anderen Synthesizer kopierst, sozusagen diese Region des ersten Synthesizers imitieren oder kopieren und er wird alles machen, was du mit der ersten Spur auch machst. Und gerade bei riesigen Layern, wie ich es erklärt habe, wenn du jetzt 3, 4 Instrumente hast und du möchtest, dass sie das gleiche spielen, ist das natürlich super nützlich und du musst dich in jeder einzelnen MIDI-Spur jetzt hier rumfahren und die Melodie einzeln ändern. Schauen wir uns doch mal ein anderes Beispiel an. Ich habe hier ein kleines Projekt und das klingt so. Du hast also hier einfach auch alles mit Logic Sounds gemacht und ich habe hier wieder diese Melodie, auch wieder mit einem Expanding Plug Sound. Jetzt kann ich wieder das gleiche machen. Ich kann also hier über Shift Option die Regionen nach unten ziehen. Und habe dann wieder meinen gelayerten Lead-Sound. Kann die wieder mischen, ne? Und jetzt zeige ich dir nochmal eine super geniale Zusatzfunktion, die du auch in Verbindung mit den Aliasen einsetzen kannst. Und zwar kannst du hier super einfach Zweitstimmen generieren. In Verbindung mit einem MIDI-FX-Plugin, nämlich dem Transposer. Über den Transposer kannst du MIDI-Events einfach transponieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Melodie in Ton tiefer möchte, also so klingt sie jetzt,
mit zwei Halbtöne Tiefe, dann kann ich das hier ganz einfach machen. Aber ich kann jetzt natürlich auch Zweitstimmen erstellen, hier mit meinem zweiten Synthesizer. Das kann ich jetzt probieren, und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel hier rüber gehe, zum Beispiel drei Halbtöne. Ja, das klingt noch nicht so perfekt, aber zum Glück gibt es im Transposer ein Preset, das super genial ist, wirklich. Und das heißt Can't Go Wrong. Und jetzt erkennt er den Root Key, also die Tonart, und er hat erkannt, diese Melodie läuft in C-Moll pentatonisch ab. Und jetzt wird das Ganze natürlich einfacher. Und jetzt kann ich hier einfach ein bisschen rumspielen und gucken, ob ich eine Zweitstimme finde, die dazu passt. Wirklich super nützliches Preset hier im Transposer, und in Verbindung mit dem Alias erstellst du hier blitzschnell Zweitstimmen. Bevor wir jetzt gleich noch zur nächsten genialen Funktion in Verbindung mit dem Alias kommen, möchte ich dir noch ganz kurz meine Logic Workflow Checkliste ans Herz legen. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du deinen Workflow in Logic optimal für dich einstellen kannst, wie du schneller in Logic arbeiten kannst, und natürlich auch viele weitere Zusatztipps, so wie diese hier mit dem Alias. Jetzt geht's weiter, und ich möchte dir noch eine Funktion zeigen, die ich auch wirklich cool finde, und zwar in Verbindung mit Plugins von Drittanbietern. Was ich mir hier geladen habe, ist jetzt eine Drummerspur von Logic selber. Slow Jam, das ist der R&B-Drummer, glaube ich, von Logic. Oder ein R&B-Drummer. Und nehmen wir mal an, die gefällt jetzt zwar dieser Groove hier, die gefällt aber nicht das Drumset hier vom Drummer, und du möchtest dein eigenes Drum-Plugin verwenden. Ja? In meinem Fall wären das jetzt zum Beispiel Addictive Drums, und ich habe mir hier schon ein Preset rausgesucht, und ich möchte jetzt, dass Addictive Drums diese Drummer-Spur spielt, also diesen Drummer-Groove spielt. Alles, was ich dafür jetzt machen muss, und du musst es dann in deinem Plugin auch so machen, ist es auf General MIDI zu mappen, sonst funktioniert es nicht. Also, das geht hier im Addictive Drummer jetzt einfach so. Ich gehe hier auf Map Preset, und ich kann jetzt Verschiedenes auswählen, und ich kann hier General MIDI auswählen. Das kannst du eigentlich mit jedem Drum Machine oder Drum Plugin, Drum Computer Plugin machen. Das ist also wichtig. Ja, alles, was ich jetzt machen muss, ist wieder meinen Alias zu erstellen, und zwar wieder über Shift Option nach unten ziehen, und jetzt spielt mein Addictive Drums Drum Computer den Groove des Logic Drummers. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du die Aliase gekannt oder diese Track-Follow-Funktion? Hast du damit schon gearbeitet? Layerst du deine Sounds auch damit oder machst du das komplett anders? Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Falls du dich für Sound-Layer, für Sound-Design, für große Sounds interessierst, dann empfehle ich dir unbedingt dieses Video. Da habe ich den Sound des legendären Valhalla Reverbs nur mit Logic's Bordmitteln nachgebaut. Jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante, und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dann!